knocking. Boots brewing on Mowgli. When I pop out like lightning. Polished. Briefcase, no wallet. Just blew a bang like. Hi. Mein Name ist Loris Karius. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich vom Fußball. Wir sind hier bei mir in Manchester heute und ich zeige euch mal, wie ich so wohne. So, wir sind hier jetzt bei mir in der Küche bzw. auch im Essbereich. Nutzen tue ich die Küche persönlich jetzt nicht so viel zum Kochen, aber ja, der Sitzbereich hier nehme ich gerne mal morgens zum Frühstücken am Laptop, verbringe da ein bisschen Zeit. Vorteil an der Wohnung ist ganz einfach, dass man mega zentral ist hier in der Stadt. Die Wohnung war zum Großteil möbliert, ich musste mich um nicht viel kümmern. Ich konnte direkt einziehen, weil ich, wie gesagt, in derselben Woche noch hier rein musste und es hat einfach gepasst. Natürlich hast du dann ein, zwei Sachen nicht, die du im Zuhause hast, wo du schon ewig wohnst, aber da musst du dann halt auch manchmal in meinem Beruf vor allem Kompromisse eingehen. Grundsätzlich bin ich gerne Gastgeber, klar. Aktuell in den Zeiten von Corona muss man natürlich auch immer gucken, ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber wir hatten schon die ein oder andere spaßige Runde an dem Tisch hier, den wir dann auch nutzen natürlich. Ja, macht immer Spaß, wenn man Freunde da hat. In meinem Fall sieht man die auch nicht mehr so oft zum Teil und deshalb bin ich gern Gastgeber und auch des Öfteren. Ja, obwohl ich in Liverpool spiele, wohne ich hier in Manchester. Sind ungefähr 40 Minuten mit dem Auto bis ins Training, aber ich kam das erste Mal nach Manchester schon vor 10 Jahren ungefähr, habe damals in Manchester auch gespielt, habe jung viele Freunde hier schon gefunden und bin dann eigentlich immer auch hier geblieben und fühle mich hier wohl und für mich gab es dann keinen Grund, das auch irgendwie zu ändern. Ich wohne hier mit einem Freund zusammen, auch aus Manchester, den ich schon ewig kenne und ist einfach, bietet sich an für mich. Also Deutschland ist auf jeden Fall meine Heimat, wird es auch bleiben und ich werde auch irgendwann wieder zurückkommen und dort leben, weil ich als Deutscher klar vermisse ab und zu auch gewisse Dinge, ob es jetzt der Bäcker mal ist um die Ecke, wo du dir die Brötchen holst oder was zu naschen, so Kleinigkeiten einfach und ja, allein schon wegen meiner Familie, meinen Bekannten, mit denen du Zeit verbringen willst, ist es für mich eigentlich keine Option, jetzt hier dauerhaft in Manchester zu sein oder Manchester als meine Heimat zu bezeichnen. Ja, in meinem Beruf als Fußballer ist es einfach so, dass du manchmal von einem Ort zum anderen kommst und das relativ schnell. Da wachst du auf ein bisschen in einer anderen Stadt sozusagen. Deshalb versuche ich immer dann im ersten Moment die Räume zu gestalten, wo du am meisten Zeit verbringst, das als allererstes anzupacken, ob das jetzt bei mir dann auf dem Sofa ist, im Wohnzimmer, wo ich mich dann wohlfühle und es mir gemütlich mache. So, jetzt sind wir hier bei mir in der Ankleide angekommen, wo ja, ich auch ab und zu ein bisschen Zeit verbringe. Mode gefällt mir ganz gut. Habe auch einen kleinen Schuh-Tick, einen kleinen, wo ich versucht habe, ja, jetzt was so ging, halt mitzunehmen. Habe mit Sicherheit nicht alles mitbringen können, aber so eine kleine Auswahl habe ich hier stehen. Und jemand, der sich für Sneaker interessiert, kennt mit Sicherheit auch das ein oder andere Paar, was ich hier in meiner Kollektion habe, sag ich mal. Ja, ich finde es generell gut, wenn du halt reinkommst und direkt alles siehst, wo es ist. Du musst nicht irgendwelche Schränke aufmachen, um dein Zeug zu finden. Ich bin jemand, wo tatsächlich eigentlich nicht so viel Zeit verbringt, bis er weiß, was er anziehen will oder habe keine Lust, ewig nach irgendwelchen Sachen zu suchen. Und hier habe ich halt alles relativ auf einen Blick, weiß, was da ist, wo es ist und kann mich dann immer relativ schnell auch entscheiden, was ich anziehen mag. Ich interessiere mich für Mode, klar, wage auch gern mal Dinge oder probiere Sachen aus, bevor es vielleicht jemand anders ausprobiert. Ich ziehe generell das an, auf was ich Lust habe, wo ich mich wohlfühle und mir ist eigentlich egal, was irgendwelche andere Leute dazu meinen. Damit bin ich immer ganz gut gefahren und gehe den Weg auch weiter. So, gehen wir vom Kleiderschrank hier direkt ins Bad nebenan. Ja, muss man, denke ich, nicht viel dazu sagen. Schön große Badewanne habe ich mit einer großen offenen Dusche. Lässt sich es auch mal aushalten abends, wenn man sich ein Bad einlässt und sich es hier gemütlich macht. So, jetzt sind wir hier bei mir
Wohnbereich. Hier verbringe ich, glaube ich, mit Abstand am meisten Zeit, wenn ich zu Hause bin. Schau Fernsehen, spiel mal mit Freunden ein bisschen Playstation. Und ja, ich denke, lässt sich aushalten. Sehr gemütlich. Wie gesagt, verbringe mit Abstand am meisten Zeit hier eigentlich. Ja, also ein paar Sachen habe ich hier mit reingebracht und mein Mitbewohner, ob das der Tisch ist, der Teppich oder die Lampe hier. Einfach, um es noch ein bisschen nach uns zu gestalten. Die Sachen hatten wir eh noch aus unserer alten Wohnung, es hat ganz gut gepasst, auch farblich. Ja, er hat uns dann noch ein paar Cupholder mit den Initialien auch besorgt. Also einfach, dass wir ein bisschen was von uns auch drin haben und es uns so gemütlich machen. Fußball ist mein Beruf, nimmt die größte Zeit von meinem Leben in Anspruch und ja, bereitet mir viel Freude natürlich auch. Es ist ein sehr schöner Beruf, aber trotzdem, wenn ich nach Hause komme, versuche ich abzuschalten und dem Ganzen auch so ein bisschen zu entfliehen. Einfach privat Sachen zu machen, ob das jetzt mit Freunden hier ist oder einfach zu entspannen abends, runterzukommen. Deshalb, wenn ich hier eigentlich bin, in meinen vier Wänden, spielt der Fußball keine große Rolle, muss ich sagen. Meine Ziele sind privat einfach irgendwann dann auch mal sein richtiges Zuhause zu finden, wo man dann auch die nächsten Jahre bleibt und es sein Zuhause nennen kann und nicht immer nur, sag ich mal, ein, zwei Jahre an einem Ort ist und dann wieder zum nächsten springt. Das ist so langfristig was, auf das ich mich dann auch freue, nach dem Fußball dir dann wirklich mal ein Zuhause aufzubauen, wo du dann auch weißt, da wirst du die nächsten Jahre wohnen, wenn nicht irgendwas wieder dazwischen kommt. So, von mir war es jetzt hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen bei mir zu Hause in Manchester. Wenn ihr irgendwie noch eine Idee habt, wie ich es mir gemütlich machen kann hier oder besser einrichten, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, dass ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal. Euer Loris, ciao.